Es ist ein feierlicher Moment, der zunächst etwas länger dauert als geplant. Die Enthüllung des ersten Großflächenplakats der Stiftung Helfen, Helfen, entwickelt mit verschiedenen Hilfsorganisationen aus Frankfurt. Wir haben hier 11 Einrichtungen in Frankfurt benannt, auch mit den jeweiligen Leistungen, die in diesen Einrichtungen gebracht werden, damit die Leute in der Stadt lesen können, da kann ich hingehen, da wird mir geholfen. Es sind die unterschiedlichsten Angebote. Von der Lebensmittelausgabe bei der Frankfurter Tafel bis hin zu Kleidung, Dusch- und Waschmöglichkeiten. Auch fachliche Beratung ist möglich. Das ist eine ganz wichtige Sache, mal wirklich Hilfsprogramme anzubieten über Plakate, damit die Betroffenen auch sehen können, wo können sie hingehen. 80 dieser Plakate hängen in den nächsten 3 Monaten an markanten Punkten der Stadt. Wie hier an der Theodor-Heuss-Allee, kurz vor der Emser Brücke. Aber auch in den U-Bahnhöfen, an der Hauptwache, der Konstablerwache oder dem Hauptbahnhof. Sichtbarkeit, Transparenz ist an der Stelle wichtig, bedeutend und den Menschen darzustellen, sie sind nicht alleine, sondern es gibt eine breite Unterstützung in unserer Stadt, sowohl professionell, institutionell, aber eben auch ehrenamtlich. Es gibt viel Armut in dieser Stadt, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, die Stadt bemüht sich sehr, es gibt viele Angebote in dieser Stadt, es gibt viel Ehrenamtlichkeit, es gibt viel professionelle Hilfe. Jetzt unterstützt durch eine großflächige Plakataktion, auch möglich dank etlicher Partner. Und gerade in Zeiten von Corona umso wichtiger. Die Kooperation zwischen der Stiftung und den Organisationen, die eben halt diese Hilfe schon lange machen, dass diese Kooperation sehr fruchtbar sein kann und auch zu guten Ergebnissen führen kann, wie in diese Plakataktion. Und während der Corona-Zeit auch eben durch Unterstützung durch Schuhe, Lebensmittel, Wasser, die durch die Stiftung an uns weitergegeben wurde und die wir dann an die Betroffenen weitergegeben haben. Natürlich findet man das auch im Internet, aber unter den gegebenen Bedingungen ist ja immer die Frage, was wird jetzt wo überhaupt angeboten, und da nochmal so eine Sichtbarkeit zu haben, ist natürlich eine schöne Unterstützung und zeigt einen Ausschnitt dessen, was es in Frankfurt gibt.